Hallöchen, ihr Banausen da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Projekt Ozone Nummer 3. Und ich habe herausgefunden, wie man relativ easy Pfeile machen kann. Ihr werdet es gleich sehen. Hat jetzt ein bisschen rumgeguckt, und zwar mit diesen Dingern. Pfeile macht man, kann man 4 Stück machen mit Leaf Fletching von Tinkers. Leaf Fletching ist eigentlich das Teil hier und dann mit Leaves. Mit denen. Das war's. Nicht wirklich berauschend schwer, finde ich. Also, es hält sich in Grenzen. Finde ich. Also, ne, wir machen jetzt Pfeile und machen die Hunting Dimension. Das war's. Fand ich passend. Weil ich hatte gerade ein bisschen rumgeguckt, ein bisschen geguckt, wie man Pfeile am besten macht. Und dann habe ich das Rezept gesehen und habe mir gedacht, wie macht man denn Leaf Fletches? Weil Leaf ist ja, ne, Blätter. Das war's. Da kriegen wir 4 Pfeile auf, so brauchen 14. Das heißt, wir müssen 4-mal das Ganze machen. 4-mal 3 sind 12 Leaf Fletches, braucht man theoretisch. Ich habe jetzt mehr gemacht, weil die Leafs brauchst du ja sowieso eigentlich nicht großartig. Außer für Erde, wir können auch Erde damit machen. Aber wir machen jetzt erstmal die Hunting Dimension. Und dann gucken wir mal. Und jetzt halt nur noch ein paar Falintis. Dafür. 3 haben wir nur. Okay. Wir brauchen 4. Handys essen. So. Wir brauchen 4-mal. Das Ganze. Dann haben wir Arrows. So, und wir brauchen für die Hunting Dimension, glaube ich, normales Wood. So. Zack. Zack. Jo, schön, macht G4. Finde ich im Erfolg, was scheiße, egal. Jetzt haben wir ein paar viel zu viele Blöcke gemacht, das ist nicht schlimm. So, wo bauen wir denn hin? Ja. Ins Lager eigentlich nicht, da habe ich eigentlich keine Lust zu. Ich würde sagen, wir bauen die hier irgendwo hin. Wir nehmen uns mal kurz ein paar Cobbles. Ich würde sagen, wir bauen die hier irgendwo hin, an der Seite. So, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Das wäre natürlich ein bisschen unsymmetrisch, aber ist nicht schlimm. Obwohl, den brauchen wir, der will eigentlich nicht. Wir können ja auch eine Seite bauen. Ups. Oh, ein länger. Mal kurz Fackeln hin. So. Und hier bauen wir sie jetzt hin. Zack, 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 zack. Zack, sollte das eigentlich gewesen sein. So, da ist er an. So, und was wir hier auf jeden Fall machen, ist eine Tür reinbauen.
Ich habe keine Ahnung, ob da was durchkommen kann. Ich glaube nämlich schon. Deswegen bauen wir eine Tür rein. Ich will es nicht ausprobieren, deswegen machen wir es lieber. So, gehen wir mal durch, ne? Gucken wir mal, was hier ist. War neu. Habe ich die Hunting Dimension schon mal gehabt? Ja, die hatte ich schon mal irgendwo. Oh, jetzt. Mops. Geh mal kurz wieder zurück. Ich glaube, weil da dunkel ist. Aber da ist Erde. Und Erde ist gut. Erde ist sehr gut für uns. Also wir sollten uns eine Schaufel machen. Das ist sehr, sehr guter. Ne. Wir brauchen mal ein Binding, bla bla bla. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Zack, zack, zack. Und dann machen wir das. Und mal Fackeln. Das wird gerade hell, ne? Warten wir noch mal ein bisschen. Habe ich da gerade ein Geräusch gehört? Na, ganz schön frech, dass die hätte hier keine Everstorm. Oh, ein Enderman. Cool. Der Enderperle überhaupt. Saugeil. Das ist sehr gut. Enderperlen ist immer, ne? Das, was man braucht. Enderkristall sogar. Okay. Und zwei Loopbacks schon wieder. Guck mal, wer und ankommen. Haben wir hier schon mal das? Ein Machine Upgrade. Und wieder ein Arc Furnace Dingen. Und Wolle. Ach ja, klar, von dem Schaf, von dem Pferd wollte ich jetzt sagen. Nee, Music Disc, toll. Music Disc ist auch das, was man unbedingt braucht. Ganz wichtig. So, dann gehen wir jetzt mal gucken. Auf in die Hunting Dimension. Es ist immer dunkel hier. Warum wusste ich das? Das war blöd. Okay, wir sollten vielleicht eine Rüstung bauen. Okay, das war ein Krepel. Wir sollen uns vielleicht doch eine Rüstung bauen. Ein Dorf. Oder soll ein Dorf darstellen, sagen wir es so. Ein normales Pick? Oh nein, das ist keine normalen. Lauf! Ich glaube, wir sollen uns tatsächlich erst neue irgendwie Waffen machen und Rüstung und was weiß ich. Alter. Okay, dann würde ich sagen, wenn wir uns mal ein bisschen Eisen gönnen. Die pure Gönnung machen wir jetzt. Da ist ja alles Böse drin, in dem Ding. Das ist der Wahnsinn. Der Shit ist das.
So, jetzt machen wir mal ein bisschen Eisen. Das Problem ist, wir bräuchten eigentlich auch Gold. Weil ich würde ja gerne zum Beispiel das Schwert aus Eisen machen. Warum? Weil ich das kann. Verarschen? Machst du ja nicht. Ich sagen. Na gut, jetzt müssen wir erstmal kurz warten, bis das hier einmal durchgelaufen ist. Scheiße. Wie macht man denn jetzt Rüstungen hier? Chest. In der Workbench, ne? Ach. Armor Plus. Natürlich in der Armor Plus. Ach du meine Güte. Hoppa, was ist denn da nie? Leather. Ich spreche. Ach Mann, okay, Rüstung hat sich dann schon erstmal schon mal erledigt. Oh Gott. Üblich eine Chestplate, die man machen kann, ne? Blue Gem. Zink, würde auch gehen. Aber Zink haben wir nicht. White Gem, Carbon. Magnesium, Stellar, Bekonne, Jade, Kobalt, ne, den muss er auch bauen. Hier, Lapis, Lapis würde gehen. Aber Lapis habe ich auch nicht, wirklich. Im Tinker und Tail vom Mystical Agriculture auch nicht schlecht. Lapis. Lapis. Wie viel Lapis haben wir denn? Also Lapis? Oh, haben wir so. Nicht genug. Aber wir könnten trotzdem irgendwas bauen. Ja, so eine Brust können wir auf jeden Fall machen. Ne? Und ein paar Schüchen können wir machen. Also ich meine, das ist schon mal etwas. Ne? Ist jetzt nicht viel, aber etwas. Warte mal. Wie lange haben wir noch dran? Vier. Warte! Ja, wie viel braucht er das denn? Das ist eine gute Frage, ne? Zwei. Easy. Dann machen wir jetzt mal kurz mal eine Goldform. Dann machen wir ein Eisenblade. Auch ein bisschen nervig, wenn wir da ewig brauchen. Yes. Und dann möchte ich gerne ein Eisen haben. Natürlich jetzt belastend, weil das nicht sowieso egal ist. Aber so, das hätte ich gerne. Das kannst du dann wieder da hinlegen. Kannst du wieder anmachen, danke. Und dann hätte ich das gerne mit dem hier. Sehr gut. Natürlich immer noch nicht das Geilste mit 5, aber immerhin. Besser als nix. Puh. Eigentlich nur ein bisschen Erde haben. Was mit dem Schwein? Hey! Alter, wollt ihr mich verarschen?
Ich komm zu nix. Alter. Alter, die ist aber richtig böse. Hui, 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 hui. Okay. Dass wir schnell 29 Keulen weg sind. Also. Eine Hex drin. Ich muss ganz schnell mal gucken, dass ich hier. Maul. Ciao. Bisschen Erdabbau. Das ist eigentlich das auch, was ich wollte da drin. Erde. Erstmal. Denn ich will auch noch ein Ding bauen, wo ich wo Viecher vielleicht spawnen. So. Das bauen wir, denke ich. Könnten wir theoretisch hinter der Hunting Dimension bauen. Theoretisch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch was durchkommen kann durch das Ding. So, und ganz wichtig wäre dann, dass wir von da eine Linie hier hinten hinbauen. 3, 2, 3, 4, 5. Mach mal 5. Ja, erstmal, oder? 4, 5, 6, 1, 2, 3, Ecke. Ich glaube, die Fläche reicht erstmal zum Spawn, oder? So. Wir brauchen jetzt erstmal noch Zäune, würde ich fast sagen. So. Ja, ein Zauntor wäre natürlich auch noch geil gewesen, weil ich natürlich jetzt vergessen habe. Bin ja manchmal so ein Rind. So. Da brauchen wir noch Erde. Können wir auch schon mal mitnehmen. Mal 2 Stacks erstmal mit. Nehmen wir 3 Stacks halt mit. Komm. Wir haben es ja jetzt. So. Weiß gar nicht, ob da normale Viecher spawnen. Ich hoffe. Ich meine, wir probieren es jetzt aus. Wir müssen sowieso erstmal warten, bis hier Gras dann hin ist. Da hinten.
Das wird sowieso jetzt erstmal dauern. Ein bisschen Fackeln. Du bist jetzt nicht runtergefallen, ne? Du blöde Sau. Gucken wir mal. Wie gut aus. Sehr gut, hier spawnt schon mal nix. Was wir noch machen müssen, ist halt, ne? So eine Leine legen, damit wir Gras da drum kriegen. Ich spawn da was, ne? Ist klar. Du bist ja ein Stück, ey, ehrlich. Mann. Ich hoffe, das geht auch. Ich weiß halt gar nicht. Ich hab das noch nie gemacht, so lang. Weiß es nicht. Oh, ich sehe gerade, da spawnt ja auch was. Wenn ich Pech habe. Oh, oh wow. Ja, schauen wir mal, ne? Ob das funzt. So, jetzt können wir nochmal kurz alles wegschwarten. Wir können es ja, wir haben es ja. Zombie! Endermann! Easy! Wir haben da drei Loopbacks. Da können wir darüber gucken. Guck mal, Strings und Bones. Eigentlich nichts Weltbewegendes. Dann haben wir ein Uncommon. Gut, Pumpkin Seeds ist jetzt auch nicht super Premium, aber immerhin. Und wir haben MR was? Von der Büsselcraft. Sehr gut, wir haben sowieso gerade Hunger gehabt. Easy. Gut, dann würde ich aber sagen, jetzt müssen wir natürlich mal abwarten. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde. Projekt Ozone Teil 3. Tschüss singen.